Wo sind wir heute? Was machen wir heute hier? Wir sind in Berlin-Mitte vorm Landgericht. Aha. Also Bezirksgericht, aber auch Landgericht. Und da begleiten wir die Seniorinnen aus der Siedlung am Steinberg, Reinickendorf-Tegel. Und ja, die sind so unser Vorbild. Die kämpfen halt schon sehr lange, über 10 Jahre schon, machen eine Dauerdemo von über 2350 Tagen, schon jeden Tag Pavillon transparent aufbauen, abends 18 Uhr wieder einräumen. Und der Altersdurchschnitt ist da so über 80 Jahre. Also die leben da zum größten Teil schon seit ihrer Kindheit dort mit ihren Familien. Die Siedlung ist 1920 errichtet worden. Und hier der älteste Mietvertrag, der jetzt noch vorhanden ist, von 1925. Und die älteste Mieterin dort hier, die auch kämpfen muss, ist 104 Jahre alt. Wir wollen bleiben, wir wohnen hier und da ist es, wir wollen nicht aufgeben. Seit vielen Jahren, wir gehen niemals mehr hier weg. Von einem versprochen. Ihr könnt hier wohnen, ihr könnt in Ruhe ohne Sorgen hier alt werden. Doch der Saal hat uns verkauft, doch wir gehen niemals mehr hier weg. Es geht hier gegen hier Modernisierungsmaßnahmen, die die Mieten ins Unendliche steigen lassen würden. Können sich die alten Leute natürlich nicht mehr leisten. Und die haben sich ihr über viele Jahrzehnte ihr soziales Umfeld aufgebaut, haben natürlich Angst, verdrängt zu werden, geht auch auf die Gesundheit natürlich. Und was kann man dazu sagen, wie perfide das ist, wie man mit alten Menschen umgeht. Das war mal hier städtische Wohnungen, die wurden mal verkauft und die dachten alle, die können da alt werden. Und hier die haben ganz tolle Mietverträge, die man auch weiter vererben kann in der Familie. Also das wurde mal für diesen Zweck auch errichtet, diese Siedlung, dass sie da hier einen günstigen Wohnraum haben, wo sie gut leben können. Und hier soll jetzt zweckentfremdet werden, indem damit viel Geld gemacht wird. Und der eigentliche Sinn dieser Siedlung praktisch hier, kann man beinahe sagen, entweiht wird. Und dagegen wird angegangen. Und wie gesagt, vom Bundesgerichtshof haben sie schon gewonnen. Und trotzdem fangen die Investoren immer wieder von vorne an. Und das ist schon eigentlich eine ziemliche Quälerei für die Seniorinnen. Sozialisierung, Modernisierung, das ist zu laut, das macht Dreck, das wird zu teuer für uns. Warum wohnen Sie dort? Ich wundere nicht, nö. Ich habe die mal vor etlichen Jahren kennengelernt und hier war da so ergriffen gewesen von. Und ja, da bin ich dann nicht mal los von gekommen, weil ich sehe da ein riesen Unrecht, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Spekulanten macht uns verbrechen, doch wir trauen vielen Welt völlig über mit der Garantie. Durch hohe Mieten, von hier geschuftet. Wir gehen niemals mehr hier weg. Wir machen vieles in der Gemeinschaft. Jeder hat hier bei uns seinen eigenen Platz. Im Altenheim wollen wir nicht sein. Wir gehen niemals mehr hier weg. Ihr werdet alle auf einmal älter, drum kommt her, werdet mehr und trinkt die Politik. Schafft eine Weile, auch für Seniorinnen und Frauen.